Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem ich mich hier auf diesem Podium versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen. Und zwar die Bemerkung, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber mich wandelt die Lust an, Ihnen ziemlich herzlich dafür zu danken, dass Sie sich heute Abend hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier oben vom Stapel zu lassen, den Abend über die Stirn haben. Ja. Da habe ich lange dran gelernt an diesem Satz. Ja. Wiederholen Sie mal, Müller. Ja, ist gut, also. Ja, und weil in einen schönen Abend auch schöne Menschen gehören, dieser halb und desterwegen, haben wir Sie hierher gebeten, meine Damen und Herren. Und nicht nur das. Und mich dann natürlich. Aber nein, aber die Hauptsache. Entschuldigung, bitte. Ich trage mein Haar heute offen. Ja. Also, Entschuldigung, das ist dann. Ja. Wenn man wie ich die 30 erreicht hat und schon einige Falten die Stirn haben, sich auf dieser zu zeigen, so reibe man sich früh morgens nicht zu spät Morpheus Arme aus den Augen. Nein, man hänge die dumpfe Stube an den Nagel, werfe sich den Hut um die Schulter und eile hinaus an die frische Luft, um sie zu schnappen. Ja, und deswegen braucht man nicht immer gleich ins Ausland zu reisen. Nein, zum Beispiel nach Italien, wie in das Land der Pomeronen und Zitranzen, was? Ach, Rom ist auch nicht an einem Tag von der Wölfin gesäugt worden. Oder nach Griechenland etwa, wo die kleinen Kinder Alpha Alpha sagen, wenn sie AA meinen. Nee. Ach. Nee. Meine Damen und Herren, auch ein deutscher Wald, auch hier der Schwarzwald, ist ja auch etwas Schönes, nicht? Man schreitet hinein. Links ein Baum, rechts eine Bäumin. Man geht hindurch, ganz langsam, aber auch nicht zu langsam, nicht? Sonst wuchert einem Efeu um die Füße und das hindert. Und dann plötzlich, da, ein Hase. Oh, er ist ebenso furchtsam wie schmackhaft. Weil er das weiß, ergreift er sein Panier. Der hat doch keine Lust, sich über seinen eigenen Haufen schießen zu lassen. Und da ein Reh, ein Kontra. Nein. Und plötzlich kommt so mich nichts, dich nichts. Ein Vogel angeflogen, der macht aber nicht Kuckuck, Kuckuck, der macht Kuckuck, Kuckuck. Ja, der flog auf dem Rücken.